Ich möchte eines vor allen Dingen sagen. Oberndorf ist keine besondere Stadt. Wir machen zwar Waffen, naja, wer macht es nicht? Wer schafft nicht für seine Sicherheit? Wenn die Gewerkschaften heute kommen und sagen, ja, hier werden Waffen produziert und so weiter, und dann muss ich auf der anderen Seite sagen, dass wir ja Arbeitsplätze erhalten und Arbeitsplätze schaffen und unsere Arbeitsplätze auch konstant waren. Ich glaube auch, dass Oberndorf Waffenstadt ist, dass Oberndorf materiell voll von der Waffenindustrie abhängig ist. Aber an der Oberfläche zeigt sich das eben nicht so. Ist es so, dass das kaum rauskommt? Man merkt das Oberndorf oder den Einwohnern überhaupt nicht an, dass hier hauptsächlich Waffen produziert werden. Die Tatsache, dass bei uns Waffen hergestellt werden oder dass in der westlichen Welt Waffen hergestellt werden, das wird nicht allgemein nicht als verwerflich betrachtet, sondern wird meiner Meinung nach allgemein akzeptiert. Die Rüstungsindustrie hat ja schon, es ist eine Monostruktur, kann man sagen. Heckler und Koch und Mauser, die auch artverwendete Produkte herstellen zum Großteil. Und von daher kann man schon sagen, dass Heckler und Koch dominierend jetzt gerade ist hier in der Region. Das heißt, ein Arbeitsplatz bei Heckler und Koch ist eigentlich so sicher wie ein Beamtenplatz, weil die während der ganzen Krisensituation haben die bisher immer Leute eingestellt, das heißt keine Massenentlassungen gehabt oder so oder Kurzarbeit. Und das zeigt halt, dass in der Krisensituation das Geschäft mit der Waffe floriert. Ne? Ja, wieso Erlaubnis? Verstehe ich nicht. Wir machen einfach Aufnahmen des Betriebs und wollen Sie uns das Film verbieten? Im Spiegel stand einmal, Heckler und Koch blüht lieber im Verborgenen. Und das trifft genau zu. Ne? Die wollen nicht, dass man über sie schreibt. Es kommt nichts in der Presse über Heckler und Koch. Du erfährst nichts, weil sie halt meines Erachtens genau wissen, was es bedeutet, wenn ein Rüstungsunternehmen, das eigentlich überhaupt noch nicht bekannt ist, ne, aber eine große Nachfrage hat an Waffen und auch die Waffen sehr gute Wirkung haben, was es bedeutet, wenn Öffentlichkeit hergestellt wird. Ne, da kommen sie dann in Frage. Und Frage, das können wir nicht brauchen. Ne.